Herzlich willkommen bei Vorarlberg heute kompakt. Der Güterverkehr soll sich mehr von der Straße auf die Schiene verlagern. Derzeit rollen pro Jahr rund 3 Millionen Lkw mit Gütern über Vorarlberg Straßen. Damit es weniger werden, wollen die ÖBB die Abfertigungskapazitäten am Güterbahnhof Wolfurt verdoppeln. Das Land will auch firmeneigene Gleisanschlüsse an Betriebe attraktiver machen. Der erste Wintereinbruch in diesem Jahr hat Schnee bis auf rund 900 Meter gebracht. Auf einigen höher gelegenen Straßen galt zumindest vorübergehend Schneekettenpflicht. Die Räumfahrzeuge waren im Dauereinsatz. Auch die Autofahrer waren offenbar gut vorbereitet. Gröbere Unfälle sind nicht passiert. In Vorarlberg kommen pro Jahr rund 400 Babys vor ihrem errechneten Geburtstermin auf die Welt. Das ist im Schnitt jedes 10. Kind. Die Lebenschancen von Frühgeborenen sind durch den medizinischen Fortschritt stark gestiegen. Mittlerweile haben Babys, die bereits nach der 23. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen, gute Chancen zu überleben. Noch zum Wetter. Morgen ist es anfangs sonnig, bis zum Abend trübt es aber ein. Das war Vorarlberg heute kompakt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder um 19 Uhr in ORF 2. Täglich 19 Uhr, ORF 2.